Im Machfelderhof wurde dieses Mal Markus Strahls Rampensau 2018 an Edith Leierer verliehen. Aber was ist eigentlich eine Rampensau? Wikipedia und Duden schreiben darüber, leidenschaftliche Bühnenmenschen, Künstler mit Leib und Seele, die das Publikum mit ihrer Leidenschaft mitreißen. Das ist jemand, der gerne spielt, der aber auch rüberkommt gut, der sehr präsent ist, wurscht in welcher Rolle, und dem man ansieht, dass es ihm so Spaß macht. Eine Rampensau. Ich habe diesen Orden übrigens voriges Jahr bekommen und ich bin seither ein anderer Mensch auf der Bühne. Es ist so, dass einem das wirklich verpflichtet auferlegt ist, jetzt noch mehr für die Leute zu spielen, eben am wahrsten und besten Punkt des Theaters, nämlich an der Rampe vorn, und alles zu geben, was man überhaupt hat. Eine Rampensau ist jemand, der Vollgas gibt und sich quasi nichts scheißt und sein Leben lebt, so wie es kommt, und das soll man eigentlich auch. Wir verleihen die eiserne Rampensau, liebe Edith, komm zu mir, 2018 an Edith Leierer. Lars bietet mir Gelegenheit, euch eine kleine satirische Überlegung und Betrachtung über die allgemeine Theaterschweinerei näher zu bringen. Der sehr individuelle Züchtungen und Spezies hervorbringt. An so gut wie jedem Haus befinden sich ein bis mehrere intriganten Schweine. Sie sind vorzugsweise schleimend in der Direktion anzutreffen. Auch arrivierte Stachelschweine sind am Theater beheimatet. Sie stichen gern und ruinieren Kollegen mit fiesen Tricks wie Aufstampfen oder Raspen, die Pointen. Oder sie verabreden sich mit dem Regisseur, dass die Pointe gestrichen wird. Diese Missgönner. Als ich selbst noch als junges, unerfahrenes, hilfloses Rosa-Marzipan-Schweinchen ans Theater gekommen bin, hat so mancher wohlwollende ältere Eber seine Sauklaue auf mein zartes Büßlein oder meinen rosa Marzipan hintern gleiten lassen. Was ich mit einem spitzen Quieken und einem Klaps auf die freche Klaue quittiert habe, aber niemals wäre ich auf die Idee gekommen, ein damals noch lächerliches Me Too zu quietschen. Ich versichere euch, ich habe keinerlei seelischen Schaden davongetragen. Auch die höchst wertvollen Zuchtsauen wären zu erwähnen. Sie begründen oft über mehrere Generationen ganze, überaus begabte Theaterdynastien. Eine besondere Spezies aber ist, und das ist nochmals in Wikipedia nachzulesen, das deutsche Weideschwein. Zumeist durch bundesdeutsche Regisseure eingeschleppt, weidet es riesige Theaterspielwiesen, vorzugsweise am Burgtheater, erfolgreich ab. Schließlich nun die quasi in den Adelsstand erhobene Rampensau. Eine komödiantische Rasse, die ohne Bühne nur schwer bis gar nicht leben kann und will. Mich ab heute zu dieser Elite zählen zu dürfen, ist mir eine Riesenfreude und eine Ehre und ein besonderes Wonnegrunzen. Danke, danke, lieber Markus. Gefeiert wurde bis in die späten Abendstunden mit köstlichen Schweinereien, die Machfelderhof Küchenchef Christian Langer kreierte. Und natürlich durfte auch ein köstliches Tropferl nicht fehlen. Katharina Baumgartner kredenzte vorzügliche Weine.